So, ein wunderschön. Ja, wie man sieht, kein Verdeller, Doom 2. Warum ist relativ einfach zu beantworten. Ich hatte letztens einen Kommentar bekommen, wo sich einer darüber beschwert hat, dass ich die ganze Zeit nur Vanilla spiele. Was natürlich okay ist. Ich meine, die Sache ist halt, ich persönlich, ich liebe halt Vanilla, spiele auch sehr oft Vanilla, aber ich verstehe natürlich, dass es fürs Let's Play, für, ne, zum Zeigen natürlich jetzt nicht so spannend ist. Und da hat er mir geraten, es gibt doch so viele schöne Mods, dass ich mich lieber auf diese konzentriere. Ja, ich habe da schon ein bisschen was hier unten gehabt mit geplanten Sachen. Davon habe ich jetzt ein bisschen was hier oben reingeschoben. Man sieht auch schon, na, jetzt sowieso im Titel, ne? Derzeit Brutal Hexen. Das ist eine, naja, Total Conversation. Würde ich jetzt nicht wirklich sagen. Eine Enhanced Version quasi. Ja, quasi Feature von Brutal Doom und Hexen als RPG. Wobei jetzt RPG nicht wirklich, das gibt ja sowas wie ein Level-System, aber also ist nicht klar, ist kein klassisches RPG. Aber in Hauptsache quasi Mix aus Hexen und Brutal Doom. Das gleiche gibt es ja nochmal auch als Brutal Heretic. Dann, was wir aber auf jeden Fall Vanilla spielen werden, Doom 64 werden wir auch nochmal spielen, weil das ja was komplett Neues ist. Und dann werden wir auch wieder ein paar Sachen spielen mit Doom for Doom. Und zwar wirklich komplett neue Map-Sets, also Doom 2, The Way It Did. Also It steht dabei natürlich für It-Software, klar. Denn Doom 2 Reloaded, Sunlust und Alien Vendetta oder wofür immer das vorher nochmal stand. Ja, und zwar werden wir das Ganze natürlich ein bisschen gemixt spielen. Das heißt, wir spielen jetzt Hexen. Dann spielen wir vielleicht das. Dann vielleicht Heretic. Nein, nicht Heretic, sondern vielleicht das. Dann vielleicht, weiß nicht, das. Dann Brutal Heretic. Dann Sunlost und Alien Vendetta. Und so quasi immer. Deswegen jetzt auch ein bisschen mehr, damit quasi ja halt ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Das macht die Sache für mich natürlich ein bisschen unübersichtlicher. Aber gut, ganz ehrlich, so schwer ist es auch nicht. Das heißt also quasi immer pro Woche hiervon 4 Folgen, dann nächste Woche hiervon 4 Folgen, nächste Woche hiervon 4 Folgen und so weiter und so fort. Wenn wir uns angekommen sind, spielen wir wieder hier oben. Mal gucken, wenn wir von allen bei Folge 22 sind, werden wir vielleicht mal wieder Eternal Doom spielen. Allerdings muss ich dazu sagen, viele von denen hier sind Map-Packs, die ich selber zwar schon mal angespielt hatte, auch öfters mal, aber glaube ich, kein einziges von denen jemals durchgespielt hatte, von den vieren hier. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da ein paar etwas schwieriger sind. Und ja, dementsprechend werde ich wieder diese strikte Halbstundenpolitik einführen. Heißt also, wenn eine Folge eine halbe Stunde bereits geht und es absehbar ist, dass es noch fast eine weitere halbe Stunde geht oder länger, dann werde ich die Folge an der Stelle immer abbrechen und wieder mehr Teile draus machen. So wie gehabt. Hatten wir ja bei anderen Maps auch schon. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir legen einfach mal direkt los mit Hexen-RPG, mit Brutal-Hexen-RPG. Babadab. So, neues Game natürlich. Wir spielen natürlich wieder Mage. Alles andere kommt mir nicht in die Tüte. Und wir bleiben definitiv jetzt bei dem Skill, weil Brutal Hexen ist, soweit ich das vermute, definitiv schwieriger als Vanilla. Haben wir bei Brutal Doom genauso. Deswegen, wir bleiben einfach mal beim klassischen Pixel-Monster. Da leuchtet auch schon was. Nice. Oh, Alter. Wow. Oh ja, wie ich Brutal Hexen vermisst habe. Habe ich selber noch nie durchgespielt, aber angespielt. Bei Level immer. So. Oh mein Gott. Allein diese Lichteffekte. Dafür lohnt es sich zu töten. Irgendwo war noch ein Vogel? Ja, ist auch egal. Gut, gehen wir erstmal rein.
Ja, danke. Oh. Hey. Ach ja, wow, okay. Naja, ist ja alles ein bisschen härter. Hey, das ist ein Geheimweg? Ach nee, ist das Ding. Das heißt, man kann standardmäßig nicht bis 100 Leben auffüllen mit solchen Fläschchens, sondern man kann am Anfang nur, weiß ich, 50 oder 60 oder irgendwie sowas auffüllen. Ich glaube 50. Und wie gesagt, es gibt ja ein Level-System. Und pro Level kann man dann 10 Life Points mehr aufladen. Das heißt, wenn man irgendwann, weiß nicht, Level 1000 ist, was wir natürlich im Let's Play nie im Leben erreichen werden, und auch so man das, glaube ich, nicht erreicht, dann kann man halt, ja, viele, viele Lebenspunkte sammeln. So, aber erstmal nicht. Wow. Diese Texturen auch. Oh ja, das nennt man mal. Jetzt okay, manche Texturen sind ultra lame, die hier sind original und die hier sind ultra HD. Okay. Oh mein Gott. Oh, Alter. Scheiße. Habe ich ja direkt schon verkackt. Ach, oh, ich bin doch bescheuert. Okay, machen wir nochmal neu. Die Sache ist nämlich, ich habe eine neue Maus. Die hier. War ich doch so für rot? Mit dem Problem, dass diese Maus eine wesentlich niedrigere Resistenz hat als meine klassische Maus. Ja. Meine privaten Spiele, so wie MyTest und so, habe ich natürlich schon umgestellt, aber unsere Let's Play-Kacke habe ich noch gar nicht umgestellt, fällt mir gerade auf. Das heißt, ich werde mal direkt reingehen bei. Was jetzt? Ach, da oben, Maus. Ja, das habe ich befürchtet. Ist aber kein Problem. Dann gehen wir manuell rein. Maus Sense ist bei 2,5 und wir stellen einfach mal auf 5. Ah, easy. By the way, könnt ihr gleich mal speichern hier. Rüttelhexen. Ja, schon gleich viel besser. Schon ist meine Reaktionsfähigkeit ein bisschen besser. Aber schon, 5 war vielleicht noch ein bisschen sehr hoch. Ich gehe mal auf 4 runter. Ja. So, wow, schon wieder geht er weg. Ah, sieht doch gleich viel besser aus. So, achso, halt, ich brauche noch einen Schlüssel, wo immer der nochmal war. Thanks. Klappe zu, Affe tot hier. Aha, da ist der Weg. Okay, bis 65 oder was? Ach, keine Ahnung. Kann ich springen? Ich wollte hier reinspringen, wieso? Geht doch. Aber nach hinten? Dort nach hinten geht's auch. Aber ich, keine Ahnung, hab mich wahrscheinlich irgendwo aufgehangen oder sowas. Ich wollte hinten hochspringen, aber hat nicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich bin ich gegen die Wand gesprungen. Na super. Egal. 16 Leben haben wir noch, reicht völlig aus. Oh, überall diese Glow-Effekte. Oh, vor allem richtig Polygrafik jetzt. Wow. Ja? Brudelhexen ist schon ein bisschen ein edlerer Schinken. Das war schlecht. Wow. So, erstmal hier direkt aufladen.
Haben wir gerade eine Menge verloren. Hier war nichts mehr. Falsche Richtung. Hier war auch nichts mehr. Schade eigentlich. Das, hier ist ein grünes Fläschchen und hier ist aber keins. Interessant. Und hier ist noch eins. Da sind auch noch welche. Okay, bis 68. Das macht ja gar keinen Sinn. Ist ja eine ungerade Zahl. Oder bekommt man pro Level Aufstieg 2 dazu? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt, wie man sieht, unten bis 68 können wir unser Leben auffüllen. Mehr erstmal nicht. Deswegen stand der eine da noch rum. Das war gar kein neuer Gegner, sondern einer, den wir bereits erledigt hatten. LOL. Nice zu wissen. Dankeschön. Achso. Was? Über diese Gegner nicht reinspawnen. So, dann gehen wir mal hier hoch, aktivieren den. Achso, vorher holen wir uns noch die Rüstung hier. Oh, Polygrafik, ich liebe Polygon-Grafik. Da sieht man doch richtig, wie die. Ja. Alter. Oh, das macht Fun. Ich sag's ja, Brutal Hexen verbindet das Beste auf beiden Welten. Brutal Doom, geile Effekte. Und Hexen, geiles Gameplay. Und jetzt haben wir beides, geile Grafik mit geilem Gameplay. Guckt euch diese Lichteffekte an. Juhu. Das erinnert mich gerade irgendwie voll an hier, Quake. Mit diesen, weil Quake war ja eines der ersten Spiele, die so mit 3D-Beschleunigung waren. Und da wollte man natürlich auch extrem angeben mit diesen ganzen Glow-Effekten und so ein Kacke, ne? Ja. Ich weiß nicht, das braucht man gar nicht mehr holen. Das Ziel ist bereits offen, aber wir machen es trotzdem Classic. Außerdem gibt es jetzt so eine Boni? Ja, genau. Hier gibt's Boni. Aber mehr glaube ich auch nicht, oder? Hier oben war nichts mehr. Ne, bloß die blauen Fläschchen sind brauchen wir ja gerade nicht. Klappe. So, was war hier? Da war gar nichts. Na gut. Interessant. Komm her! Ja, Maus-Sense von 4 ist ideal. Damit komme ich am besten klar. Das ist am ehesten das, was meine alte Maus hatte. Leider ist die Gewöhnung trotzdem noch ein bisschen anders. Weil meine andere Maus, also meine alte Maus, hat auch noch eine andere Beschleunigung, weil die Mäuse haben ja auch generell noch eine Acceleration-Rate. Und die ist jetzt bei der auch anders. Die hat nämlich, glaube ich, so wie sich es anfühlt, gar keine. War gar keine Beschleunigung drin. Also Beschleunigung heißt das, dass wenn man die Maus langsam bewegt, sich die Maus auch langsam auf dem Bildschirm bewegt, auch wenn man sie schnell bewegt, bei der gleichen Strecke, die man auf den Tisch zurücklegt, auf dem Bildschirm wesentlich schneller bewegt. Das geht ja einmal softwareseitig über das Betriebssystem und ja, manche Mäuse haben das auch von sich aus schon, so wie halt meine alte Maus zum Beispiel, die hatte selber auch eine Acceleration drinne. Und ist jetzt bei der Maus aber weg. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich auch in-game ja, die Beschleunigung erhöhen. Aber so komme ich erstmal klar mit der Maus. Von daher sollte es überall gut funktionieren. Von daher. Oh, diese Grafik hier. Full HD. So, hier kommen wir wieder zurück zum Anfang. Brauchen wir aber nicht. Da haben wir ja alles. Oh.
Greetings, Mortal. Are you ready to die? Schade, ich dachte, dass jetzt die Kopfgrafik auch Full HD ist. Ja, hier ist auch wieder alles low. Wobei geht eigentlich. Ach, keine Ahnung. Fragt mich doch nicht. So, auf jeden Fall halt, das wäre schon das nächste Level. Von daher sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. In dem Sinne, schon mit V.